Wir sind hier immer noch in Marokkai. Wir haben gestern einfach so ein bisschen, sind hier hin und her geflogen, haben verschiedene Aufträge gemacht, weil da oben steht einer, der unbedingt heiraten will. Und hier drüben fliegt gerade Fyrak, der hier scheinbar öfters rumfliegt und die Welt versucht in Brand zu setzen. Wir nehmen jetzt erstmal hier die Kampagnenquests an. Clan Terai, meldet euch bei Quarin Dotur. Clan Onir, trefft On Sechteng bei den Mystikerbecken. Clan Nokhut, begleitet Tumult zur Wache Bahir. Clan Nokhut kann recht aggressiv sein. Tumul, begleitet unseren Freund und stellt ihn vor. Ja, meine Karl. Meine? Erst werde ich zu eurer Hüterin ernannt. Und dann soll ich euch den Nokhut vorstellen? Er bringt mich an meine Grenzen, zwei Fuß. Es tut mir leid. Geht. Spielt mit euren Vögeln, Shikar. Ich bin nicht aus freien Stücken hier. Bringen wir es hinter uns. Was? Fort mit euch. Zeit für mich zu gehen. Viel Spaß mit diesen Schergen, Zweifuß. Mein Feuer soll euch Willkommen, warnen. unwillkommener Fremdling, besiegt sechs Zentauren der Nokhut. Geht. Beweist, dass ihr nicht so mickrig seid, wie ihr aussieht. Seid ihr beleidigt, Onara Balakakan? Verlasst diesen Pfad. Geht's noch? Die Nokhut verdienen die Macht des Sturms. Wir beweisen den Marut, wie tief sie gefallen sind. Mein Khan, dieser Eindringling hat keinen Platz unter den Nokhut. Wir müssen jegliche Schwachpunkte beseitigen. Ihr seid nicht würdig. Ich habe Besseres zu tun. Lasst euch vom Sturm umarmen, Windweiser. Genau, sinnloses Geplänkel. Zeigt Respekt. Ja, komm mal ein Stück weg. Ich will jetzt nicht wieder gegen zwei Stück gleichzeitig kämpfen. Ihr verschwendet meine Zeit. Sind wir nicht erlaubt. Alter, die sind alle ganz schön arrogant. Wo muss ich die jetzt abgeben? Da drüben. Ja. Ich bin nicht euer Hüter. Wir sind 66 geworden. Geil. So, dann haben wir da oben noch eine Quest. Und wir haben noch einen Talentpunkt zu verteilen. Ich will erstmal kurz landen. Erhöht eure und eure erhalten Heilung 6 Sekunden lang um 5%. Das will ich haben. So. Seht euch an. Clan Terai. Willkommen, Fremdling. Wir sind wenigstens hier willkommen. Unsere Ahnen ehren. Helft Karin Doto dabei, ein Mahl für die Ahnen vorzubereiten. Ruht euch an. Zwei junge Shikar haben etwas wild von euren Reisen abgeliefert. Bringt es her. Ach, hier drüben. Jetzt müssen wir das Fleisch abschmecken.
Besorgt euch Gewürze aus unseren Geschäften. Hier haben wir Gewürze. Und hier haben wir noch mehr. Nee, wir haben keine. Unsere Fohlen essen würziger als das. Holt noch mehr. Ja, ist ja gut. Da ist noch mehr. Es schmeckt besser, aber ich kann immer noch meine Zunge spüren. Bringt mir den größten Gewürzbehälter her. Der ist aber nicht so groß wie der, den wir eben hatten. Gut gemacht. Das ist jetzt würzig genug, um Maruk und Hera ans Feuer zu holen. Die Ehre des Höchstens gebührt euch. Nehmt es nicht vom Feuer, bevor es richtig schwarz ist. Echt jetzt? Gut, der Duft ist stark. Der Wind wird ihn leicht zu unseren Ahnen tragen. Legt es auf den Opfertisch. Das ist mir zu dunkel. Wie geht es euch? Und wir bekommen ein Rezept. Gut, dann haben wir hier das auch abgeschlossen. Dann müssen wir jetzt nur noch hier rüber. Zu den Teichen. Da drüben ist er. Grüße. Nö, hier haben wir eine neue. So schön, ich falle in Unmacht. Helft dem windweisen Daba und Jäger Naman bei ihren Anträgen. Euer Glück liegt auf der Straße. Ja, machen wir erstmal das hier. Ich mag das nicht so, wenn hier verschiedene Quests die ganze Zeit durcheinander laufen. Willkommen. Ich habe eine Geschichte für euch. Wohin? Wir lassen mal hier. Nein. Hier hoch. Gleich werden wir wieder durch die Gegend geschleudert. Oder auch nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten. Ich muss das hier mal. Ey, das kleine Stück hier kannst du wohl noch machen, oder? Alles klar? Gut, wir haben ein Rezept bekommen. Oder wir bekommen ein Rezept.
einen Strauß der Liebenden und 300 Ruf. Ruht euch aus. Das ist sehr schön. Ja, aber warum mussten wir denn extra hierher kommen? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann, was haben wir hier? Dann würde ich sagen, da drüben ist ein Flugpunkt und wo wir außerdem noch für Quest hin müssen. Da wir eh schon hier auf der Hälfte fast sind, können wir auch schnell dahin fliegen. Ich gebe die Quest hier jetzt nicht ab. Ich will einfach nur den Flugpunkt haben. Der hier drüben ist. So, dann fliegen wir nämlich einmal zurück nach Marukai. Und helfen hier der Ohn Sechteng. Das ist, glaube ich, die, die uns, die, oder vielmehr, die wir begleitet haben. Dort unten ist ein Silberelite. Also, ich sage halt immer noch Silberelite. Es ist zwar ein, seltener Gegner, aber das ist mir egal. So, wo ist der? Unten. Sonnenschuppen Ungetüm. In einer Höhle. Wie viel Leben hat der? Ja, könnten wir hinkriegen. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Aua. Ich muss hier mal noch eine Heilung raushauen. Weil das wird jetzt wieder wehtun. Mann, Mann, Mann. Der Drache kommt, wenn er harten Panzer hat. Und geht, wenn er keinen harten Panzer hat. Das ist auch geil. EP. Alter. Persönlicher Panzer. Trainingsmatrix der Titanen. Gewährt die folgenden Eigenschaften. Legt die Gegenstandsstufe je nach Herstellungsqualität und die erforderliche Stufe auf 64 sowie seelengebunden fest. Okay. Da müssen wir hin. Nee. Wir müssen in die andere Richtung. So, und hier wäre jetzt... Eine Kaltfront geht dem Sturm voraus. Die Kälte dringt mir in die Knochen. Wir können den Wind nicht aufhalten, Sesteng. Oder ihn lenken. Wir müssen seiner Führung folgen. Selbst in den Tumult. Okay, noch was?
Gut, dann würde ich sagen, wir geben die Quest morgen ab und machen dann für sie morgen auch da, fangen dann auch morgen für sie die Quests an. Dann bis morgen.